Der Besuch der drei Männer. Fünfter Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abraham lebte seit einiger Zeit im Land Kanaan. Er war sehr alt. Da sah er drei Männer vorbeigehen. Es war Gott selbst, der ihn in der Gestalt dieser Männer besuchte. Abraham lud sie zum Essen ein. Als sie gemeinsam aßen, fragte einer der Männer nach Sarah, Abrahams Frau. Wo ist sie? Sie war nicht bei den Männern, sondern im Zelt geblieben. Ich habe eine Nachricht von Gott für sie. In einem Jahr wird sie einen Sohn bekommen. Sarah, die das im Zelt hörte, musste lachen, denn sie und auch Abraham waren schon viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Warum lacht Sarah? Vertraut sie nicht auf Gott? Ich komme in einem Jahr wieder, dann wird sie einen Sohn haben. Sarah meinte, ich habe nicht gelacht. Doch, das hast du. Danach ging Abraham noch ein Stück mit den drei Männern mit. Sie wollten zu den Städten Sodom und Gomorra gehen. Einer der drei blieb stehen und redete mit Abraham. Ich möchte dir nicht verheimlichen, was ich vorhabe. Die Menschen in diesen Städten sind böse und tun schreckliche Dinge. Deshalb will ich sie vernichten. Abraham erwiderte: Dort sind bestimmt nicht nur böse Menschen. Willst du alle vernichten, auch die, die nichts Böses getan haben? Was ist, wenn da 50 Menschen sind, die nichts Böses getan haben? Er ging darauf ein. Okay, wenn es nur 50 sind, werde ich die Städte nicht vernichten. Abraham versuchte es weiter. Was ist, wenn es nur 25 sind? Auch dann werde ich die Städte verschonen. Und wenn es nur 10 unschuldige Menschen dort gibt? Auch dann werde ich sie nicht zerstören, weil du mich darum gebeten hast. Und du mein Freund bist. Nach dieser Unterhaltung ging Abraham wieder nach Hause.